bist nicht du, wenn du hungrig bist. Vielleicht bist du leicht reizbar, wenn du hungrig bist. Vielleicht sogar ein bisschen aggressiv, vielleicht einfach nur schlecht drauf. Aber kann das sein? Kann es sein, dass so ein bisschen Hunger, ein bisschen Nahrungsentzug, ein unangenehmes Gefühl im Magenbereich uns die zwischenmenschliche Tour versaut, uns vielleicht sogar ungenießbar macht? Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht Opfer unseres Hungers sein. Wir müssen uns nicht von so ein bisschen Hunger die Tour versauen lassen. Es gibt nämlich eine altbewährte Methode, zu lernen, damit umzugehen. Und die nennt sich Fasten. Die hat sich in allen großen Religionen etabliert und gehört genauso zum spirituellen Fundus des Christentums über das Judentum. Und was ist Fasten? Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung, auf einen bestimmten Zeitraum. Man kann auch sagen, okay, ich faste soziale Medien oder meine Playstation, ich faste Kaffee, Alkohol, Zigaretten. Alles schön und gut, aber beim Fasten geht es tatsächlich um den Verzicht auf Nahrung, auf einen bestimmten Zeitraum. Mal als Beispiel, mal aufs Frühstück und aufs Mittagessen zu verzichten, vielleicht erst abends was zu essen. Medizinisch kein Problem, es sei denn, du bist zuckerkrank, dann solltest du das vielleicht nicht unbedingt machen, also in Absprache mit deinem Arzt. In den meisten Fällen aber überhaupt kein Problem. Und was passiert da, wenn wir fasten? Besonders jetzt in der Fastenzeit, könnte man sich das ruhig mal vornehmen. Wir merken, dass in uns der Hunger aufkommt und es macht sich eine Schwäche in uns auf. Wir sind nicht so unabhängig und perfekt, wie wir oft meinen zu sein. Und ganz ehrlich, vor Gott brauchen wir das auch nicht zu sein. Denn er ist unser allmächtiger, liebender Vater, er weiß, wie schwach wir sind. Und wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich diese, meine Schwäche, auf Gott hin ausrichte, meine Ohnmacht akzeptiere und sage, Herr, erbarme dich, in diesem Hunger nach Nahrung, den tieferen Hunger nach Gott sehe, dann intensiviert sich dadurch mein Gebetsleben. Und ich kann mich ganz auf Gott ausrichten. Das sagen uns alle großen spirituellen Väter und geistlichen Väter. Und warum gerade jetzt in Vorbereitung auf Ostern fasten? Stell dir vor, du hast das wichtigste Vorstellungsgespräch deines Lebens. Für deinen Traumjob. Du wirst dich vorher ordentlich, gründlich vorbereiten, die Fragen durchgehen, die dir gestellt werden, deinen Lebenslauf durchgehen. Du wirst dich vorbereiten. Und du wirst Nervosität verspüren. Körperlich. Was sich erstmal unangenehm anfühlt, ist im Prinzip nur ein Zeichen dafür, wie wichtig dir diese Sache ist. Wir sollten uns auf die Begegnung mit Gott nicht weniger vorbereiten als auf ein Vorstellungsgespräch. Jetzt in der Fastenzeit durch das Gebet uns wieder ganz neu auf die Begegnung mit dem Herrn ausrichten. Und durch das Fasten das auch körperlich wahrnehmen. Mit dem ganzen Leib beten. Und so kann dein Hunger zu deiner Stärke werden. Zum Hunger nach Gott.